Wählt eure Verstärkung. Ihr geht da mal rein. Oh, die Panzer können wir hier nicht bauen, weil die Natur das einfach nicht zulässt. Wir müssen mehr Truppen absetzen. Sonst werden wir gegen die feindlichen Kräfte nicht lange bestehen. So. Obi-Wan ist schon da. Der hat die Sonderfähigkeiten hier, die Geistestricks, ein Trick, damit kann man die feindlichen, Infanterie kann man damit abwehren und macht Schutz. Gegner nähern sich. Aha, da sind schon die ersten. Hier haben wir wieder die Einheimischen auf unserer Seite. Schon unterwegs. Braucht ihr Hilfe? Hallo, Commander. Ja, da. Wo geht es hin? Bin unterwegs. Alle Mann hin da. Erwarte Anweisungen. Hier. Bagdad-Tank und da der. Roger, bestätigt. Information. Ihr könnt nochmal da rein. Ich erwarte eure Befehle. Und da die alle im Wasser stehen, sind die halt etwas, sind die gerade etwas langsamer. Verstanden. Jawohl. Wir sind direkt hinter euch. Ich meine um die Hälfte langsamer. Kann ich etwas tun? Konstruktion. Können wir helfen? Schon unterwegs. Beeilt euch mal. Was kann ich tun? Rein da. Kann ich helfen? Jawohl! Wird erledigt! Angriff! Und hier. Folgt mir zum Sieg. Geht ihr mal weiter. Bereit! In Ordnung! Wir haben einen Ausweg erobert. Hier! Ja, Sir! Sind nur noch die beiden da, von denen da? Wir haben eine verlassene Mine besetzt. Gibt ein paar extra, extra Credits. Oh! Was kann ich für da euch tun? Setzen wir mal Obi-Wan drauf an. Es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Ja? Und ihr sammelt euch mal da am Bunker. Was will der denn? Da hat Obi-Wan mal automatisch den Machtschutz gewirkt. Die Macht gibt mir Kraft. Das war der Zerstörer-Droide. Laut und deutlich. Ihr könnt mal weitergehen. Infanterie. Wir haben einen Bauplatz erobert. Fahrzeug, falls wir nochmal Fahrzeuge treffen. Wollt ihr mir nicht endlich mal helfen? Ihr könnt alle mal in Deckung gehen. Konstruktion abgeschlossen. Könnte mir hier mal jemand helfen? Wir haben einen Bauplatz erobert. Fahrzeugabwehrturm. Nehmt es leicht. Konstruktion abgeschlossen. Da ist das erste Gebäude. Und du wiegst hier mal den EMP-Schlag. Den hätte ich mir vielleicht aufsparen können. So. Melde mich wie befohlen. Kampfbereit. Zum Vorrücken. Da ist das Ziel. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir sind bereit.
Geschützturm wird gebaut. Ja, Sir. Männer bereit machen zum Einsatz. Was ist denn so wichtig? Die? Ach, die können nicht viel. Ich mach das nur wegen des Geldes. Konstruktion abgeschlossen. Ich habe ein mieses Gefühl bei dieser Sache. Hier sieht man mal kurz den Radius, den diese Bagdad-Station umfasst. Ach ja, Obi-Wan haben wir ja auch noch da. Wenn es sein muss. Nein. Das machen die hier. Kann ich helfen? Was immer nötig ist. Wie kann ich helfen? Bombardement können wir auch noch machen. Wir haben einen Bauplatz verloren. Hier ist kein Gebäude. Hier ist aber eins. Roger bestätigt. Bombardement verfügbar. Und das machen wir so platt. Unterwegs. Ziele erfasst. Ich bin bereit. Zusammen können wir nicht verlieren. Ich bin bereit. Glücklicherweise ist bei so einem Bombardement ein eigener Beschuss nicht eingeschaltet. Ah, da ist ein Konsortiumspalast. Oh. Impulsgeschütze. Ihr drei kommt mal mit. Schnell, sie sind unterwegs. Dann könnt die da bleiben. Ja. So. Führe Befehle aus. Da. Da können wir nochmal das Ionenbombardement der Rebellen machen, dass ich das mal zeigen kann. Da werden halt alle Fahrzeuge und Schilde deaktiviert. Auf Infanterieeinheiten hat das keinerlei Wirkung. Das müsste auch das letzte... Ja, das war das letzte Gebäude und die letzten Einheiten. Und der Rückzug hat nichts mehr gebracht. So. Kontrolle über das System erreicht. Pause. Aufbau läuft. Aufbau hat begonnen. Den und den. Und dann kommt nochmal... eine Mine dazu. Und ich glaube, damit ich hinterher nicht so viel... Ach, hier schon wieder. Damit ich hinterher nicht so viel zu bearbeiten habe, würde ich sagen, beende ich das Let's Play an dieser Stelle. Nein, falsch. Beende ich diese Aufnahmesession an dieser Stelle. Das Let's Play geht natürlich noch weiter. Konstruktion abgeschlossen. So, und dann verabschiede ich mich für dieses Mal, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao! Nach einer kurzen Aufnahmepause melde ich mich zurück. Es sind mittlerweile 1-2 Wochen vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber ich bin immer noch so frisch drin wie vor 2-3 Wochen. Kurz nochmal zur Info, unsere Flotte und unsere Bodeninvasionstruppe ist eigentlich nur, bis auf diese 4-5 Kanonenboote, sind die Anfangstruppen, die wir hier überall auf unseren ganzen Welten verteilt hatten. Also wir haben praktisch kaum Truppen nachproduziert und doch ist unsere Flotte stärker als alles, was uns je entgegengestellt werden kann. So, ich mache hier mal fortsetzen und dann knöpfen wir uns gleich als erstes mal Alzog 3 vor. Unsere Flotte ist ausreichend stark. Leichter als der Kostal. Ich schicke dich nochmal zum Clown. Nur der Kampf gegen die Raumstation, das wird eigentlich recht einfach werden. Raumstation Stufe 2 ist hier. Na, wollen wir mal diese Raumstation kaputt machen. Was habt ihr vor? Leichter als der Kostal. Als Verstärkung haben wir hier natürlich noch jede Menge. Eine größere Armee ist keine Garantie für den Sieg. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil und beseitigt die Verteidigungsstellung. Geschwader und jede Menge Nebulan-B-Fregatten. Also daran sollte es uns nicht mangeln. Verstanden. Flieg ganz unauffällig. Und wir kriegen noch extra Credits durch den Abschuss der feindlichen Einheiten, also der Konsortiumseinheiten.
wie für das Kopfgeld hier. Einmal kurz Pause. Muss hier was umgeräumt werden? Blaster bereit. Euch setze ich mal darauf an. So, jetzt Koordination der Bombe. Es sind 5 Stück. Starte meinen Anflug. Da ist das euer Ziel. Schilde. Schaltet diese Schilde aus. Eure Befehle? Ihr übernehmt den Massetreiber. Bomber bereit. Ihr, wo haben wir hier denn noch Protonenwerfer? Da ist einer. Turbolaserbatterie. Roger, da. Beginne Angriff auf die Torpedowerfer. Und ihr nehmt auch nochmal den Hangar unter Beschuss. Geschwader hier. Hier haben wir Satellitenabwehrstellung. Bugschilde verdoppeln. In Bereitschaft. Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. Fregatte hier. Ihr mitten rein. Habe verstanden. 2 Kanonenboote. Ihr fliegt mal hier hin. Vor. Melde mich wie befohlen, Commander. Die Salan Head. Wir rücken vor. Vor den Hangar, ebenso wie diese Korvette. Geladen und bereit. Da dürfte... Ah ne, hier, das rote bereit. Geschwader. Ist noch da. Ihr übernehmt mal mehr die da. Nicht zu bieten? Setze Kurs. So. Dann dürfte das eigentlich schon geregelt sein. In Bereitschaft. Ah ne, diese Geschwader haben wir noch nicht. Beschleunigen aus voller Kraft. Die haben diese kleine Boot da weg. So. Da Angriff. Hier nochmal Pause. Bauen wir hier mal ein paar Satelliten. Aufbau hat begonnen. Oh. Uns fehlen ein paar Credits. Aber die kriegen wir ja durch das Kopfgeld wieder rein. Machen wir ein bisschen schneller. Konstruktion abgeschlossen. Und jetzt können wir das auch bauen. Ziel bestätigt. Beeil dich, Jabba wartet. Jabba? Bin dran. Pa. Und das war's auch schon. Der Satellit ist fertig, der wird noch gebaut. Ich glaube, der wird nicht fertig. Nee. So, dann wollen wir gleich mal unsere Bodentruppe nachziehen. Konstruktion abgeschlossen. Oh, da müssen wir kurz warten. Hier schon wieder die Korruption. An diesen Batzen gehe ich als nächstes ran. Da kostet es 590 und... Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Die Diebstahlprämie ist auf jedem Planeten anders, als ganz schlecht. Wie ist es auf Taris? Nee, so. Nee. Da fliegt ihr mal rüber. Nee, da ist die... Das Ganze doch auf Solus alles etwas billiger. Konstruktion abgeschlossen. Ja, dann nehmen wir mal die Neue Sturmfregatte. Verfügbar. Ihr fliegt da mal rüber. Konstruktion Moment, hier baue ich nochmal sowas Aufbau hin. Und Gebäude sowas. Unsere Raumstationen sind da alle aufgerüstet, aber hier oben noch nicht. Gebäude hier. Wird errichtet. Da fehlt auch noch. Aber dafür haben wir im Moment keine Credits. Und ihr geht da mal runter. Invasion beginnt. So, 2 Gebäude sind da. Die müssten nicht hier auf der Karte sein. Hier oben. Wählt eure Verstärkung. Kurz Pause. Ein paar Panzer. Unterwegs. Ein paar Helden. Das schaffen wir. Und noch sofort. Ein bisschen Infanterie. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Ja. In Ordnung.
Zielt auf das Herz des Feindes. Zerstört ihre Gebäude, dann werden sich die Bodentruppen zurückziehen. Wir haben einen Plan. Haben wir Fahrzeugabwehrturm? T2B Ende. Bin dran. Ihr da hoch. Was habt ihr vor? Da gehen die beiden Jungs, mit. Wollt ihr mir nicht endlich mal helfen? Möge die Macht mit euch sein. Und du da lang. Hier kann nochmal ein Infanterieabwehrturm hin. Ja? Könnte mich hier mal jemand helfen? Unterstützungsfeuer bereit. Ich erwarte eure Befehle. Ihr geht darüber. Wir haben den Gegner ausgemacht. T2B verstanden. Ich habe ihn im Visier. Kurs berechnet. Geschütze aufgeladen. Waffen bereit. Justiere Navi-Computer. Wann werden wir bezahlt? Wir haben einen Bauplatz erobert. Kurz gucken. Kommt mit mir. Wir halten euch den Rücken frei. Hier ist ein Gebäude. Los geht's. Gebe Deckungsfeuer. Jungs, wollt ihr mir nicht endlich mal helfen? Söldner. Gut. Gibt ein paar Aufrüstungen, die wir schon aus und die wir schon machen können. Hier geht mal da hoch. Ich folge euch. Könnte mir hier mal jemand helfen? So, er geht mal näher ran. Dann könnt ihr uns auch treffen da. Kommt mit mir. Wir haben den Ionenschlag und den das normale Bombardement. Das übernehmen die hier. Die können was einstecken, die Panzer, weil die Schilde ja auch so stark sind. Da haben wir einen Bagdad-Tank. Jetzt nicht mehr. Also Niemandsland würde ich das nicht nennen, Hahn. Reparaturstation, da haben sie noch welche im Bunker verschanzt. Panzer bereit. Ein Fall für Panzer. Was kann ich für euch tun? Folgt mir zum Und Sieg. Ihr übernehmt den da. Das mal ich hoffe, da drüben ist eine Kantine. So. Start bereit. Sofort. Sie fliehen. Feuer! Helfen das Feuer! Da sind nur noch die. Die können aber nicht mehr fliehen.